Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warplanes. Die Schlacht um Moskau steht an, das Event am Wochenende, zumindest eine Phase, soweit ich das verstanden habe. Und ich werde jetzt erst nochmal die Deutschen auf Tier 4 spielen und dann mit den Russischen und Deutschen daran teilnehmen. Vielleicht kann ich da ein bisschen was abstauben. Deswegen spiele ich heute mal die AR-80 und ich habe jetzt auch endlich schon die 20mm. Ohne die, also hier nur mit 2x7,92mm ist das echt ein Graus. Kann man gleich mit Wattebäuschen werfen. So, und wie ihr seht, ich habe einen 8er Premium-Flieger und hier eben noch irgendwo noch einen 5er Premium-Flieger, E-180-3 und die DO-335A1. Mit der habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber kommt noch. Auf jeden Fall habe ich mir die geholt, um dann auch hier die Tagesaufträge komplett abschließen zu können. So, wir suchen jetzt aber erstmal Gefecht und dann gucken wir mal, wie das läuft. Der Flieger ist jetzt nicht unbedingt so für einen Kurvenkampf, aber der fliegt ganz gut. Loopings, ganz ehrlich. Und Motorboost ist echt gut, das Tempo ist ganz gut und mittlerweile ist auch die Bewaffnung ganz gut. Mal schauen, wie es laufen wird. Ich habe mir so ein Paket geholt mit Vorratskisten. Diese einmaligen Angebote, die jeden Monat wieder aufs Neue einmalig sind. Und ja gut, da waren jetzt 50.000 XP noch mit drin, so ein paar Sachen und nur ein Stellplatz. Also das war schon ein bisschen mager, was man da bekommen hat. Ich glaube noch 250 Gold oder insgesamt 500 Gold, ein Stellplatz und... Ich weiß jetzt gar nicht. 7 Tage, 3 Tage Premium-Spielzeit noch zusätzlich. Und standardmäßig war halt bei dem Paket noch ein Monat Premium-Spielzeit bei. Das heißt, ich werde jetzt erstmal für ein Jahr World of Warplanes spielen, weil ich für nichts anderes mehr Geld habe. Okay, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Wir nehmen jetzt erstmal hier den Punkt ein, hoffe ich doch mal. So, das geht auch noch bis Tier 3. Ja, und wie das halt mit Jägern so ist... Ich werde mich halt vom Boden fernhalten und mir hier diese leichten Luftverteidigungsflugzeuge schnappen. So, wo das andere jetzt hin ist, weiß ich nicht. Deswegen, du fliegst mir gerade vor die Flinte. Dann bist du auch dran. So, und da haben wir auch schon den Punkt. Ja gut, du explodierst jetzt auch schon. Ihr seht schon, ich glaube, Wendezeit 10,5 Sekunden. So unter 10 Sekunden ist das schon ganz gut. So 8 Sekunden ist schon fast perfekt. Aber 10,5, ich merke das halt schon. Vor allen Dingen von der Jacke aus ist das schon doch etwas mehr. Um es mal so zu formulieren. So, die haben jetzt den Punkt eingenommen, was ich ja überhaupt nicht cool finde. Oh Gott. Was? Was war das? Kam da noch einer von unten? Das sah jetzt echt komisch aus. Okay. Ja. War das ein Bot? Ich glaube, das war ein Bot. Ja, das sieht aus wie ein Bot. Das hätte nicht sein müssen. Nee, das hätte wirklich nicht sein müssen. Na, okay. Gut, dann fliegen wir jetzt wohin? Ich glaube, die Mitte ist gar nicht mal so verkehrt. Da sind auch ein paar von uns. Was ich mich frage, was sind diese roten Kreise? Hat das irgendwas mit der Flugabwehr zu tun? Hier diese roten Kreise in den roten Kreisen. Da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden. Da haben wir wieder ein Luftverteidigungsflugzeug. Da ist auch eins. Jetzt mache ich auch endlich hier mal ein bisschen Schaden. Na komm schon. So, das war's für dich. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Da kommt schon wieder ein NPC an. So ein Bot. Du bist kein Bot, oder? Nein, du siehst nicht aus wie ein Bot. Ich finde diese rote Schrift echt ganz schön penetrant, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, du willst es jetzt aber hier... echt wissen. Na komm schon. Zieh rum!
Das ist echt ein Problem bei dem Ding. So, wir haben jetzt den Punkt. Liege ich jetzt einfach mal hier ein Looping. Dann noch ein Looping. Oder eine Kurve. So, das müsste es jetzt aber für dich langsam mal gewesen sein. Was ist denn da los? So, endlich. Gut, da oben fliegt noch einer. Wo bist du? Wo kommst du her? Da bist du. Gut, da ist noch einer. Der ist Geschichte. Ansonsten kommt da einer von vorne. Ja, da hat diese Rammer. Das ist echt... Nee. So, dich haben wir dann auch. 150 zu 195 steht's. Wäre nicht schlecht, wenn wir noch einen Punkt kriegen würden. Auf jeden Fall hätte ich da nichts gegen. Ich glaube, wir fliegen ja, das sind die gleichen. Wir fliegen einfach mal dahin. Da sind ein paar von uns. Mal gucken. Und du fliegst weg. Ja, du fliegst weg. Okay. Mit dir will ich mich jetzt auch gar nicht aufhalten. Oder? Ja, doch. Fliegst weg. So, was haben wir denn hier? Schwer, leicht. Ich konzentriere mich hier auf leicht. Jetzt haben wir den Punkt hier auch schon. Ja, okay. Das war jetzt... Das war jetzt ein bisschen... blöd. Na, komm schon. Boah, was ist denn hier los? Totales Chaos und dann kommt wieder so ein Mast. Aber diesmal habe ich ihn nicht erwischt. Diesmal nicht, Leute. Nicht mit mir. Gut, den Punkt können wir uns... Ja, ich glaube... Oh Gott, ich muss mal aufpassen. Wenn man sich nicht entscheiden kann, links oder rechts, dann klebt man auf einmal vorm Berg. Oder am Berg. Ich habe schon wieder nicht darauf so wirklich geachtet, wie das da oben von den Punkten her ausschaut. Also wie stark belagert die werden. So, du wärst doch, glaube ich, ganz nettes Opfer, oder? Ich glaube, du brennst ab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du brennst ab. Brennst nicht ab. Was ist denn hier auf einmal los? Oh nein, das war jetzt echt verschenkt. Oh Gott. Ja, gut, wenn da so viele rumschwirren gegen drei oder vier, was da sieht mal ein bisschen alt aus. Zugegeben. Na, okay. Na, haben wir da... Ja, jetzt haben sie die Mitte. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Aber wir führen... Gut, was ist jetzt ein netter Plan? Also wir sollten auf uns auf jeden Fall die Mitte da wiederholen. Das ist schon recht wichtig. Das ist aber rot hier. Das ist echt rot. So, was mit euch? Ich habe nur die Befürchtung, dass mir gleich irgendwer am Hintern klebt. Genau. So, einen Punkt haben wir wieder. Dich habe ich auch noch mitgenommen. Und was mit dir da? Das war's für dich auch. Und jetzt haben wir da noch Kundschaft. Auch erwischt. Das lief doch soweit schon mal ganz gut. 3 Punkte haben wir. Sind locker in Führung. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach hier so ein bisschen in der Mitte bleiben. Und das verteidigen. Und im Flugzeug-SP sieht das auch noch gut aus. So.
Bam. Ist das schon voll einen Unterschied macht, wenn man nicht die ganze Zeit auf Dauerfeuer geht. So, da hätte ich das jetzt eigentlich machen können. Das haben wir hier unten. Da haben wir Kundschaft. Bleib doch hier, mein Freund. Unterstützung, immerhin. So, 591 zu 450. Da dürfte der Drops doch gelutscht sein. Wunderbar. Und 7000 Punkte ist okay. Ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber wir haben auch gewonnen. Von daher ist das doch ganz okay. So, und ich glaube, mir fehlt jetzt hier noch... Was fehlt mir denn jetzt hier noch? Ich glaube, das der Motor. 43.000 minus der, ja, 38.000. Ach, das fehlt mir, genau. Aber da habe ich jetzt auch genug für. Kostet auch noch mal 10.000. Elite-Status, alles klar. Kaufe ich das auch schon mal. Und dann brauche ich dafür, ich glaube, 3.800 ist gar nicht so viel. Und ich habe auch schon 2.000, aber ich würde jetzt mal sagen, ich nehme jetzt trotzdem mal hier die AO 192. Bei der habe ich jetzt noch gar nichts verbessert, einfach aus dem Grund, ich habe die auch noch gar nicht gespielt. Und gerade so auf den niedrigen Tierstufen will ich jetzt auch nicht unbedingt meine freie Erfahrung nehmen. Um irgendwie ja von Tierstufe 3 auf Tierstufe 4 zu kommen. Ich glaube, das ist noch durchaus so machbar. Von 4 auf 5 vielleicht, aber eigentlich nicht, nein. Ich glaube, ich hebe mir die freie Erfahrung auf, wenn ich so auf Tierstufe 7, 8 bin, um dann die Waffen freizuschalten, weil das sind dann zum Teil auch schon so 25.000 XP, die man dafür braucht. Das ist schon eine Latte, das ist nicht so viel wie in World of Tanks, da sind es dann schon mal 55.000. Erfahrung, die man für eine bessere Waffe braucht. Ich weiß auch nicht, wie stark dann der Unterschied ist von der Stock-Variante zu einer besseren Waffe in diesem Spiel. Bei World of Tanks ist es auf jeden Fall Tag und Nacht, was den Unterschied angeht. So, und jetzt habe ich schon wieder genug geblubbert. Jetzt können wir doch gerne mal ein Gefecht finden. Wäre doch mal ganz nett. Premium-Flieger werde ich bei Zeiten auch irgendwann noch mal zeigen, aber da... Wenn ich dann die Spezialisierung von denen habe, glaube ich, das wird noch ein bisschen dauern. Ich spiele erstmal mit denen hier großartig weiter. Die habe ich mir ja auch, wie gesagt, nur geholt, um die Tagesaufträge eigentlich schon alle immer einsacken zu können, jeden Tag. Weil da braucht man, glaube ich, von 1 bis 4, von 5 bis 7 und von 8 bis 10 jeweils einen Flieger. Ich hatte erst an Bomber gedacht für Tier 8, aber ja, das passt halt nicht, weil man muss halt auch Luftziele abschießen. Und mit Bomber wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Gut, wir haben hier 4 Bomben. Ich würde mal sagen, wir fliegen gleich mal hier hin. Oder nach oben? Nee, das ist ein bisschen blöd. Fliegen wir mal hier hin. Mir wurde gesagt, Miso hat mir gesagt, so ein kleines Ziel reicht eine Bombe. Aber da bin ich mir echt nicht so sicher. So, das war... Hier schmeiße ich jetzt mal 2 drauf. Da schmeiße ich nochmal was drauf. Warum ich mir da nicht so sicher bin, ist einfach die Tatsache, weil die ja auch eine unterschiedliche Sprengkraft haben. Vielleicht hat er das auch nur gesagt für Tier 8. Das kann natürlich sein. So. Da haben wir den Punkt auch schon. Die Bomben brauchen aber schon ein bisschen zum Nachladen. Das ist in der Tat schon ein bisschen so. Wo wollen wir hin? Ich glaube, ja, da links. Definitiv. Da müssen wir erstmal hin. Was haben wir denn hier eigentlich genau? 4x 7,92 mm sind okay. Ist jetzt noch nicht so der Wahnsinn, aber ganz ehrlich, wenn man nur 2 davon hat, das ist absolutes Trauerspiel. Deswegen, ich bin mal mit 4 zufrieden. Oh nein, die haben gleich... Ja, die haben das jetzt eingenommen. Gut, aber wir stehen ja noch am Anfang. Da ist noch Luft.
Und wir können das doch bestimmt gleich wieder einnehmen. Ja, das ist ein bisschen... Wo sind denn unsere? Wir haben da schon ein paar. Was ist denn hier mit Helmut? Warum treffe ich Helmut nicht? Oder warum höre ich nicht, dass ich Helmut treffe, besser gesagt? Ja, mach du mal. Mach du mal. Warum? Boah, wie träge ist das Ding. Jetzt aber. Helmut muss dran glauben. Geht doch. Ich bin hier total weit vom Schuss ab. Das sollte man natürlich auf keinen Fall machen. Weiß schon, was du vorhast, oder? Nee, er verpieselt sich. Weil das bringt halt nichts. So kriegt man keine Punkte für die Punkte. Er fliegt doch weg. Ich dachte gerade schon, hallo. Ich würde dich gern mal treffen. Wäre das drin? Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem. Aber nimm das. Ja, wie schmeckt dir das? Ja, ich kriege ihn nicht. Ist ein bisschen tricky. So träge das Ding. Endlich! Mein Gott, was war denn da los? Gegner am Heck. Luftverteidigungsflugzeug. Das ist nicht so gut. Ich hab Bomben. Und ich weiß, die zu benutzen. Oh Gott, ich hätte da gerne noch Bomben abgeworfen. Kriegt man eigentlich die Punkte dafür, wenn die Bomben einschlagen, nachdem man schon tot ist? Das würde mich echt mal interessieren. Wir haben die beiden Punkte. Wir müssen den Punkt haben, verdammt. Das ist jetzt nicht so doll. Ich werde jetzt auch nicht zu den Bombern dahin fliegen. Dauert viel zu lange. Und ich habe jetzt hier noch... Ach komm, laden wir mal. Nein! Na gut. Falscher Knopf. V war nachladen. Aber okay, ich hätte die vielleicht jetzt hier gleich noch abwerfen können. Wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Jetzt dauert das wieder knapp 2 Minuten. Das ist natürlich nicht so dolle. Na gut, da müssen wir jetzt mit leben. Bin ich jetzt hier fast der Einzige? Sehe ich das richtig? Helmut ist wieder da. So, was mit dir da? Oh, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, dass ich hier so allein rumkurve. Na komm schon. Also Bomben wären echt mal nicht schlecht. Ohne Witz. Kann die hier alle immer so ein bisschen andätschen. Aber das war's dann auch schon. Weil das Ding nicht dreht. Und irgendwie, der Schaden ist jetzt auch nicht so dolle. Und vor allen Dingen sollte ich öfter mal in die Kanzel wechseln. Oh, die Hälfte haben wir erst. Das dauert alles viel zu lange. Aber wir führen 282 zu 183. Na, du fliegst weg, ne? Was ist denn hier so? Kann ich hier vielleicht nochmal irgendwas kaputt machen? Das kriege ich nicht kaputt. Ich muss vor allen Dingen rechtzeitig wieder hochziehen. 10 Sekunden noch. Was war das denn? Das sah gerade komisch aus. Na komm schon! Wie viel Schaden macht das jetzt? Ja, schon ganz nett. Gut, ich habe ja noch ein bisschen.
Dann werfen wir einfach hier nochmal was drauf. Dann. Naja, das war blöd. Trifft die jetzt überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Da nochmal zwei. Ah, jetzt haben wir das schon eingenommen. Verdammt. So, das wird aber Zeit. Das war knapp. Hab ich gar nicht gesehen. So, was mit dir? Du kommst frontal an. Ja, dreht ab. Da kann ich auch nichts großartig machen. Hier ist jetzt aber echt eine Menge los. Ich glaube, ich bleib doch mal hier. Das müssen wir hier auf jeden Fall behalten. Boah, was war denn das? FE-57, das hat mich ja komplett zerlegt. Toll, jetzt habe ich keinen Flieger mehr. Wir haben zwei nicht. Bei uns fallen drei aus. Bei denen fallen zwei aus. Das könnten wir auf jeden Fall noch gewinnen. Das ist auf jeden Fall gleich vorbei. Also gucken wir uns das hier eben nochmal an. So, einmal hinter Flugzeug bitte. Pennen H, du bist im Fernsehen. Du darfst auch deine Mami grüßen. Na, bitte, geht doch. 400 zu 312, gewonnen. 5000 Punkte war jetzt nicht so doll, aber ich hab, na gut, war meine erste Runde mit der AO 192. Von daher hätte auch blöder laufen können. Dann schauen wir doch mal, was das an Credits so gibt. 16.000 nur. Boah, das ist nicht so viel. Aber Auftrag abgeschlossen, schwere Jäger. 50 Gold, das ist doch immerhin schon mal was. 2280 XP, dann werde ich die gleich mal aufrüsten. Aber wir machen erst im nächsten Video weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.